Was passiert in Brüssel diese Woche? Die vier größten Fraktionen im Europäischen Parlament, einschließlich derjenigen, der die Piratenabgeordneten sich angeschlossen haben, Grüne Europäische Freie Allianz, verhandeln über eine Art politisches Programm für die nächsten 5 Jahre. Und wir Piratenabgeordnete haben sehr früh Prioritäten aufgestellt mit eurer Hilfe. Und dazu gehört insbesondere ein Überwachungsmoratorium. Das heißt, es muss Schluss damit sein, dass schrittweise eine Überwachungsgesellschaft geschaffen wird, in der Menschen sich unter ständiger Beobachtung nicht mehr frei verhalten können und in der letzten Endes ein wechselseitiges Misstrauen von allen Bürgern ineinander entsteht. Das wollen wir nicht. Und insofern sind wir sehr gespannt, was bei diesen Verhandlungen diese Woche herauskommen wird. Ende der Woche werden die EU-Staats- und Regierungschefs sich treffen, wollen ihre eigenen Prioritäten verabschieden. Und was da an Entwurf bekannt geworden ist, ist eine Katastrophe. Also ein reines Weiter-so mit Überwachung und Kontrolle auch, aber auch mit allem anderen. Das ist natürlich völlig inakzeptabel. Insofern seid gespannt. Ich bin Patrick Breyer und ich bin ins Europaparlament gewählt worden mit euren Stimmen für die Piratenpartei. Ich bin für euch da.